Herzlich willkommen zum Turbozentrum Meet & Greet. Mein Name ist Manuel Meller, das ist Tino Wolf und wir sind von DKM und stellen Sportkupplungen für deutsche Fabrikate her. Ich werde Ihnen die Vorstellung eingliedern, einmal in die Vorstellung, wo die Firma herkommt, was wir grundsätzlich machen und dann die verschiedenen Klassen an Kupplungen vorstellen. Und Tino wird in der Zwischenzeit euch Material aushändigen, dass ihr up-to-date seid, dass ihr auch verfolgen könnt, was ich mache. Genau. Und wenn es Fragen gibt, dann fragt jederzeit. Grundsätzlich zu DKM. Es werden nur wenige DKM bis jetzt kennen. DKM haben wir 2015 gegründet, hier in Deutschland, und ist ein Ableger von Competition Clutch aus den USA. Das heißt, Competition Clutch ist ein Kupplungshersteller für japanische Fahrzeuge. Die sind sehr, sehr bekannt, haben allerhand Rekorde eingefahren in Amerika und weltweit. Und der Chef Chris Schul und ich, wir haben uns vor 3 Jahren hingesetzt und haben gedacht, okay, dann lass uns doch mal Kupplungen produzieren für deutsche Fahrzeuge. Und daher ist DKM entstanden. Das heißt, wir sind jetzt 3 Jahre am Markt, haben sozusagen mit dem Vertrieb in Amerika angefangen und gehen jetzt Richtung Europa und haben ja schon Kunden in ganz Europa, Portugal, Spanien, Frankreich und fangen jetzt an, den Deutschlandvertrieb aufzuziehen. Und deswegen sind wir heute hier. Also DKM, die Kupplungen unterscheiden sich in 4 Kategorien. Das heißt, alle unsere Kupplungen werden als Komplettpaket geliefert mit Druckplatte, Reibscheibe und Einmassenschwungrad. Das heißt, es gibt keine Einzelteile, sondern das wird als komplettes Paket angeboten und gliedert sich dann in sogenannten 4 Stages. Es gibt einmal die MA-Serie. Die MA-Serie ist ganz einfach wie ein Originalersatz. Das heißt, die Kunden kommen zu uns, deren Original 2-Massenschwungrad ist zum Beispiel kaputt, dann kommen die zu uns und wollen halt ein neues Paket. Und deswegen ist das, sage ich mal, eine ganz normale OEM-Ersatzkupplung, dieses MA-Kit, also hält die Serienleistung ab. Dann als 2. Stufe mit verbesserter Druckplatte und CNC-gefräster Schwungscheibe gibt es das MB-Kit. Die sind ungefähr ausgelegt, die haben immer noch organische Belege, sind ausgelegt ungefähr bis 650 Newtonmeter am Rad. Und dann gibt es sozusagen das, was unser Highlight ist, das ist die MS-Serie. Das ist eine 2-Scheiben-Kupplung mit organischen Belegen in Originalgröße. Das heißt, viele werden 2-Scheiben-Kupplungen kennen, die von mir aus nur 184 mm im Durchmesser sind oder 215 oder wie es Sachs anbietet, 200 mm. Und wir haben ein MS-Kit hergestellt, so nennen wir das. Die haben 230, 240 mm Reibscheiben, die sind organisch belegt und können somit allerhand Leistung abhalten. Das heißt, wir geben die Kupplung an bis ca. 900 Newtonmeter bei Originalpedalgefühl. Das ist halt der Vorteil aufgrund der großen Reibfläche und dass wir bei der Druckplatte dort humanen Federstahl nehmen können, dass dort der Druck nicht aggressiv wird. Das heißt, das Setup ist sozusagen für Fahrzeuge gedacht, die hauptsächlich auf der Straße fahren und maximale Leistung dort halt produzieren. In Zukunft, weil wir hier organische Belege fahren, in Zukunft wird es auch so sein, wir werden dort andere Belege noch anbieten, das heißt, die Discs sind dann tauschbar und wir werden keramische und Zinterbelege anbieten, dass wir dort auf 4-stellige Newtonmeter kommen. Aber bis jetzt haben wir sozusagen die organischen Belege im Programm und die halten problemlos 900 Newtonmeter Stand. Was dann das Topmodell ist für den Rennsport, da haben wir dann die Twin, also die 2-Scheiben-Kupplung für den Rennbetrieb. Das heißt, das sind wieder herkömmliche 184 mm oder 7,25 Inch. Und die Kupplungen sind ausgelegt bis über 1000 Newtonmeter, also 1000, 1100, 1200 Newtonmeter, je nach Fahrzeug. Würde ich aber primär nur für den Renneinsatz empfehlen, also ist nicht für den Straßengebrauch gedacht. Dafür haben wir dann eher die MS-Kupplung im Programm. Wir unterscheiden uns ebenfalls, wir haben uns allerhand Mühe gegeben, würde ich sagen, bei
bei der Kartonage. Das heißt, so sieht der Auslieferzustand von unseren Kupplungen aus. Wir haben direkt, weil wir allerhand Rückmeldungen hatten von Kunden, dass sie zum Beispiel Einbauanleitungen vergessen oder wichtige Facts vergessen haben. Das heißt, wir haben eine grobe Einbauanleitung direkt auf dem Karton angebracht. Die ist in Deutsch als auch in Englisch. Dann haben wir eine zweisprachige Einbauanleitung direkt für das Kit und wir liefern die Kits komplett mit allem, was dazugehört. Das heißt, Ausrücklager entweder normal oder hydraulisch, Zentrierbomben, dann haben wir Flywheel Bolts, also Schwungradschrauben dabei, Loctite, so dass insofern die Kupplung nur installiert werden kann und man braucht insofern nur noch Werkzeug und alles ist problemlos einbaubar. Und das als Komplettpaket und auch, sage ich mal, was die Verpackung betrifft, dass nichts rumfliegt, das heißt, dass der Kunde zufrieden ist, wenn er die Ware bekommt, der Karton ist nicht kaputt. Und das, sage ich mal, macht dann ein gutes Setup und macht den Kunde zufrieden, dass er es problemlos einbauen kann. Dort stehen, wie gesagt, nochmal alle Infos drin, auch ursprüngliche Preisempfehlungen und wie sich die Kits unterscheiden. Und wenn es da Fragen gibt, könnt ihr gerne auf uns zukommen. Wir sind heute definitiv noch da. Ihr erkennt uns sozusagen an unseren Shirts und schaut euch die Broschüre an. Und wenn es Fragen gibt, kommt einfach auf uns zu. Und als kleines Outro würden wir jetzt noch 4 Videos abspielen, die grundsätzlich in Amerika entstanden sind. Das heißt, wir betreiben dort schon seit 2 Jahren Messen. Wir sind auf dem BIPOFest, BMW-spezifisches Treffen in Los Angeles. Das ist das jedes Jahr. Wir sind auf dem Waterfest in New Jersey. Und da sind kleine Impressionen auch von Kunden. Also genießt die 4 Videos. Viel Spaß dabei. Kevin Hall, and I just won this brand new GTI from ECS Tuning. What an incredible car it is. It runs great, drives great. I can't believe the clutch in it. It feels so good. Thanks to the guys at DKM.
Fantastic clutch. The car just rips all the way down. I got a Mark 6 Golf R. Just bought the twin disc clutch. Best thing that I ever bought. Makes no noise at all. Really, really nice. I'd buy another. James Fulton Haupt. I have a 2016 Golf R, 6 manual. And currently I'm making 340 horsepower, 360 wheel torque. I chose DKM because of the price. You can't beat the kit. Comes with everything you need. Holds 650 foot-pounds. After braking, clutch is smooth as butter. Feels like OEM, minimal clutch chatter. You really can't beat it. Gut, ja, das waren wie gesagt drei Videos von Veranstaltungen in Amerika, die wir besucht haben oder die wir jedes Jahr besuchen, um dort die Produkte vorzustellen. Und wie gesagt, nächstes Jahr werden wir anfangen, in Deutschland dann auf Tour zu gehen, um hier Kundschaft zu bekommen. Sollten bis jetzt Fragen sein, fragt uns. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke.